Match Nummer 2 hier beim 5. Geburtstag von Don't Let the Label Label You! Und es könnte auf fast alle Matches zutreffen, aber auf dieses Match in diesem heutigen Line-Up trifft es ganz besonders zu. Dieses Match könnte sonst in jeder anderen verfickten Stadt dieser Nation das Main-Match sein. Also München, schätzt euch bitte glücklich und begrüßt hier angemessen den aus Berlin angereisten, ungeschlagenen Papi Slam! Und Technikum! Mindestens genauso viel Lärm und Applaus für den Contender hier auf meiner linken oder rechten, je nachdem, wo ihr gerade steht. Angereist aus Hamburg mit zuletzt so krassen Leistungen im Gepäck, dass jeder jetzt hier sehen will, ob er da noch einen Tick-Drum-Lauf setzen kann. Macht bitte Lärm für Mika! München, das Match geht hier los! Klappe halten jetzt hier alle! Erste Runde! Ey, Fresse halten, alten Mann! Erste Runde! Papi Slow! Ey, um München, was geht? Dann kommen wir mal gleich zum Thema. Ich bin Papi Schlauch, mein Kehlkopf ist größer als die Gehirne meiner Gegner. Und mein Rap ehrfurchtgebietend, weswegen die Leute wissen, dass sie mit jedem Papi Schlauch-Match eine gottverdammte Battle-Rap-Sternstunde kriegen. Denn ich habe bei weitem die beste Kondition in dieser verbalen Leichtathletik und Rapper gehen reihenweise vor mir in die Knie, als wäre ich Imam in der Freitagspredigt. Oh! Apropos Niederknien, dieser blutige Amateur hier kann Gott auf Knien danken, mich heute Abend battlen zu dürfen, weil sich Leute von meinem Standing mit Leuten von seinem Standing eigentlich nicht mal auch nur ansatzweise beschäftigen würden. Und in der Tat kann man mit guten Gründen über den Mismatch-Charakter von diesem Showkampf reden, denn nur weil ein einbeiniger Krüppel es geschafft hat, 10 Meter zu laufen, darf er noch lange nicht gegen Usain Bolt antreten. Junge, deine Bars sind morgen vergessen. Meine Bars sind zeitlose. Ich lass dich heute ganz kurz Höhen schnuppern, bevor ich dich zurück ins Tal der Bedeutungslosigkeit zu den ganzen Dr. Dates und MC Mikes stoße. Und warum ich mich trotz dieses Klassenunterschieds entschieden habe, hier und heute 3 Runden lang gegen diesen Trottel zu spitten? Na ganz einfach, nach exakt 4 Jahren hatte ich Bock, mal wieder so ein richtig schönes Model zu ficken. Natürlich nur im übertragenen Sinne, sodass du am Ende des Abends geschlagen am Kreuz hängst. Wie soll ich dich überhaupt respektieren, wenn du aussiehst wie das introvertierte Mitglied einer amerikanischen Boyband? Hello, my name is Mikesh. And I just love to sing and dance with Ricky, Chris, Clive and Owen. My hobbies are riding horses, sitting next to a giant ocean and writing poems. Ja, deine Bravo-Cover-Fresse gepaart mit deinem komischen Rumgehampel prädestinieren dich förmlich für einen Backstreet-Boys-Tanzakt. Schaltet mal während deiner Battles auf Stumm, macht Quit Playing Games with My Heart an und ihr werdet merken, wie perfekt das zusammenpasst. Ja, der mysteriöse Mikesh wäre so gerne ein ernstzunehmender Killer-Rapper, doch sieht aus wie ein auf Mittelalter-Fest spielender, in Strumpfhosen rumposender Minnesänger. Wo ist denn deine Laute, edler Jüngling? Dein holdes Antlitz lässt die Damen schlucken. Und wenn du nicht rappst, besteht dein Alltag aus Augenbrauen und Harfe zupfen. Aber um hart zu wirken, wirft der süße Boy in Battles immer so eklige Blicke. Kommt mit Gewaltandrohungen, doch wirkt dabei eher wie eine hysterische Zicke. Wie sagst du deinem letzten Gegner? Er teile sich mit deinem vorletzten Gegner die Therapiedelfine. Was für bedrohliche Strophen. Ach, halt die Fresse, je nach teilst du die mit sämtlichen meiner Gegner in den Krematoriumsofen. Oh. Wobei, in deinem Fall fände ich eher auch einen Suizid fresh. Hunger dich doch einfach weiter zu Tode. Bully Mikesh. Oh. Ey, aber in der Vorbereitung habe ich festgestellt, ich habe dein erstes Battle gehostet. Und das hat mich mega überrascht. Ey, das habe ich voll verdrängt. Naja, wie man das mit traumatischen Erlebnissen so macht. Jetzt beim erneuten Anschauen habe ich gecheckt, du kamst da schon mit so krass schlechten Sprüchen. Ich hätte das Battle eigentlich aufgrund von Nichterfüllung der Minimalanforderungen abbrechen müssen. Aber mir war klar, dass das die Fans deines gar nicht mal so wacken Gegners dich sondern nicht lustig fänden. Und außerdem habe ich an dem Tag gerade mit meiner Freundin Schluss gemacht und gedacht, ey, ich muss jetzt nicht direkt nochmal eine Pussy kränken. Da
bin ich wohl mal wieder zu nett gewesen. Und dann fasse ich mir auch gerne meine eigene Nase. Mikesh, ich bin wie deine Mutter. Du existierst nur, weil ich ausnahmsweise mal nicht Nein gesagt habe. Aber während deine Mutter immer noch leicht seufzend vorbeiläuft an der Hamburger Abtreibungsklinik... werde ich heute meinen Fehler korrigieren und dafür sorgen, dass du für immer und ewig mit all deinen Videos von dieser Plattform verschwindest. Ja, richtig gehört. Für immer und ewig mit all deinen Videos. Du trauriger Vogel, glaubst noch nicht dran, aber ich hoffe, dass du heute jemanden dabei hast, der dich nach dem Ende der dritten Runde in den Arm nehmen und auffangen kann. Mach Lärm! Fresse jetzt hier alle, ey! Erste Runde! Mikesh! Ey, oh München, was geht? Heute wird die Battle-Rap-Ikone eurer Kindheit geplättet. Und ganz Bayern sieht mich vorwurfsvoll an. Als hätte ich gerade Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet. Und ihr dachtet, man gebe Mikesh mal einen textlich gewandten. Also hab ich heute ein Date mit dem selbsternannten, exorbitanten Rapsportgiganten. Ja, Mann, so sieht er aus, Alter. Richtiger Rapsportgigant. Ey, es ist Papi Schlauch, der Oberchecker. Mit dem erster Detektiv Justus Jonas Swagger. Nicht, Papi. Ich zolle dir keine Hochachtung. Ich freue mich seit 3 Monaten wie Bolle auf deine Notschlachtung, denn Mikesh battlen ist unangenehm. Das weiß mittlerweile auch der letzte Schwanz hier im Bewerberkreis. Also mach besser die Augen zu und denk mal an ein ganz, ganz großes Erdbeereis. Denn ich fick dein Muskelkostüm bei der BRB mit Fake-Bizeps und Waschbrettbauch. Ich misch deinen Fasching auf und verarbeite Papi-Schlauch wie ein Tabakstrauch zu Zigarrenrauch. Fick dein Karneval. Noch nie kam meine Liebe für Rap so nah am Gefrierpunkt zum Stehen. Und ich habe schon Cynic und LBB auf Trap Freestyle gesehen. Hey yo, Papi, sieh es ein, du schaffst es niemals nach oben. Der einzige Grund, warum du im Fernsehen bist, ist, um in der Fußgängerzone den Kundenservice von Vielmann zu loben. Das geht dann so. Ey, es ist Papi Schlauch. Vielmann ist meine Lieblingsmarke. Das einzige Brillenlabel, bei dem ich Auswahl in meiner Dioptrienzahl habe. Und der Kameramann so, cut. Und du so, bei anderen Optikern ist was faul wie bei einer verlassenen Apfelsinenplantage. Und der Kameramann so, hä? Und deine Freundin so, Raffi freestylt gerade. Und du laberst über Lyris Facebook-Präsenz und sagst, da geht peinlicher Scheiß ab. Dabei gibt es bei Papi Schlauch offizielle Fanpage nur einen einzigen Beitrag, in dem du dich bei Pisek bedankst, dass er deine Seite geliked hat. Und du konfrontierst Lyriko, weil du publikumswirksame Homophobie in seinen Texten erkennst, wenn du Bongtaggy im Jahr zuvor eine arschgefickte Drecksschwuchtel nennst. Und dir da noch mehr von aufzuzählen, ist echt ein großes Erlebnis. Oder um es mit deinen Worten gegen Polacke zu sagen, nichts leichter als das, wie äthiopische Babys. Und wenn so ein
Und wenn so ein Brillenraffi das sagt, von wegen, das kann gerade auch mal witzig sein, ey, dann erzähl die Sickelein doch auch mal an deinem Arbeitsplatz im Flüchtlingsheim. Höhö, schwarzer Humor. Und wahrscheinlich sehen das alle schnullerbäckigen Internet-Battle-Blagen genauso. Aber Dicker, euer Humor ist so weiß, er hat alle 4 Jahre eine Fahne am Auto. So weiß, er hat auch türkische Freunde. Was er am Anfang jeder Debatte vorweg schon mal sagt. Euer Humor ist so weiß, er erklärt schwarzen Usern im Dealtilly-Forum, was Battle Rap darf. Ja, yeah, Papi, sieh es ein. Du hast heute die Chance, entweder geschlagen vor mir einzuknicken oder endlich deinen Gabelstapler-Führerschein zu zücken. Ja, yeah, Papi, mal gucken, wer zuletzt noch lacht. Ich mach heute das mit dir, was Indoor-Stan mit dem an der Tür klingelnden GEZ-Mann macht. Spaß. Vielleicht bin ich dazu echt ein bisschen moralisch verklemmt. Du darfst 3-mal was sagen. Da bin ich Mensch. Aber ey, du sagst, Sammy Deluxe ist wack geworden und zählst im Interview auf, was dich an Sammy so stört. Ey, hast du nicht seinen übelst freshen Werbesong für Penny gehört? Ich gebe zu, ich dachte anfangs auch, das, was Sammy heute macht, kann man sich nicht mehr richtig geben. Doch jetzt weiß ich, Rapper und Discounter, deutscher Hip-Hop ist am Leben. Das kannst du gar nicht verstehen, denn die hat irgendein mir unbekannter Fan gemacht. Aber egal, ich habe schon viele Clowns in diesem Zirkus hier erlebt, ja? Aber keiner, wirklich keiner ist lächerlicher als der. Denn was für ein krasses Opfer muss man eigentlich sein, um schon in seinem zweiten Battle die anderen Rapper aufzufordern, ihre Texte richtig zu lernen. Du bist nicht nur peinlich, Mikesh, du bist verdammt peinlich. Du bist der erste Rapper, der denkt, dass Fremdwörter aufsagen eine Punchline ist. Nur haben halt Sachen wie prätentiöses Verhältnis oder unheilvolles Manko nicht die geringste Aussage. Bitch, wenn ich dich bitten würde zu erklären, was das bedeutet, dann wäre Schamesröte, dann wäre deine neue Hautfarbe. Und Junge, lern erstmal richtig Deutsch, bevor du hier anfängst, gestellte Phrasen zu kreieren. Dann gibst du auch nicht mehr so eine Scheiße von dir wie am Anfang tat ich harmlos auf dich wirken. Ja. Ja, 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 ja. Das tatest du. Und das tust du immer. Und das tust du immer noch, weil du sehr schlecht rappen tust. Und wen willst du hier beeindrucken, wenn du selbst die Grundregeln der deutschen Grammatik brechen tust? Haha. Und du hast offensichtlich hart zu kämpfen mit Artikulationsproblemen. Deswegen. Haha. Deswegen. Offensichtlich hart zu kämpfen mit Artikulationsproblemen. Deswegen sagten dir die Logopäden, du sollst langsam und gehoben reden. Den Widrigkeiten des Alltags kannst du mit dieser Sprachhilfe sehr wohl begegnen, aber hier auf der Bühne gegen mich siehst du damit deinem Tod entgegen. Denn was andere bei dir als Poetry Slam bezeichnen, ist nichts anderes als ein Sprachfehler. Ohne in deinen Lebenslauf zu gucken, empfiehlt dir dein Jobcenter sachbearbeitende Karriere als Grabredner. Nicht im
Nicht in 1000 Jahren kommst du Zeitlupen-Mongo hier auf Top-Tier-Level. 60 BPM sind dein absolutes Maximum bei einem On-Beat-Battle. Und so etwas bildet sich ein, es feiert hier oben gegen mich große Erfolge, doch daran hindert dich nicht nur deine Art zu sprechen, Mikesh. Deine ganze Ausstrahlung stinkt wie eine Ladung Oktoberfest-Kotze. Denn deine Battles zu gucken, war für mich jedes Mal eine schreckliche Folter. Will hier irgendjemand Fremdscham kaufen? Hier, direkt vom Erzeuger. So awkward, wie du hier rüberkommst, hast du schon dein ganzes Leben lang in der Opferrolle gelebt. Wenn ich bei deinen Parts Gänsehaut kriege, dann nur, weil du mir dieselbe Reaktion wie so eine Stromberg-Folge erregst. Und du bist nicht nur in deinen Battles cringy. In deinen Interviews machst du es nochmal. Jamie spricht dich darauf an, dass du im Backstage-Bereich mit einem Roman gehockt hast. Ey, die meisten sind doch vom Battle immer voll nervös. Du nicht. Krass, wie locker. Er so, also das war kein Roman, das war eine Autobiografie. Und Jamie denkt sich nur so, Alter, was für ein Opfer. Und auch in deinen Posts auf deiner Facebook-Seite hat's nicht aufgehört, wo du in den Kommentaren zu deinen Videos konstant diese zwanghaft ironische Kacke raufbeschwörst. Trailer, Mailer, ihr wisst, da hat sich sie mir zusammengezogen wie bei Schnaps oder Likör, tu mir einen Gefallen und schreib unter unser Video einfach ganz sachlich, hier wurde ich von Papi Schlauch zerstört. Dass sich in deiner Gegenwart irgendjemand wohlfühlt, da macht dir mal gar keine Hoffnung. Denn du wirkst so komisch verkrampft, du hast bestimmt schon seit Jahren Verstopfung. Bitch, du stehst im Lexikon unter unangenehm. Und weil du selbst merkst, dass die Leute dich meiden, kann man dir auch deinen Kummer ansehen. Doch ich kann deine Technik, Mikesh. Mit der sammelst du im Bereich Sympathie schlagartig Punkte. Wenn du sie jetzt gleich benutzt, dann werden die Leute morgen sagen, Mikesh, das war doch dieser sympathische Junge. Diese Methode ist so effektiv, das ist schon nicht mehr fassbar. Pass auf, du gehst einfach direkt nach dem Battle zur Garderobe, dann verabschiedest du dich von niemandem und dann verpisst du dich, du Bastard! Es ist jetzt über ein Jahr her. Da bekamst du Nachwuchs und deine Familie vergrößerte sich um ein weiteres Glied. Und jetzt ist Papi Schlauch der einzige Vater der Welt, der seine Tochter nur in Reimen erzieht. Töchterchen, ich hab gehört, du hast im Kindergarten wieder deine Malsachen vergessen. Wenn das nochmal passiert, dann schlage ich dir dein schadenfrohes Lächeln zu einem Bratkartoffelessen. Und wenn sie ihre Freunde später mal anrufen und sagen, ey Nele, komm vorbei, wir chillen gerade in der Parkanlage, sagt sie, Mensch, ihr wisst doch, dass ich sonntags immer Rap-Script-Freestyle-Abend mit meinem Vater habe. Auf keinen Fall sollte sie dein GMC-Battle gucken, bevor sie in den Unterricht geht. Dann muss sie nämlich aufpassen, wenn zweite Fremdsprache auf dem Stundenplan steht. Denn wenn ihr der Französischlehrer sagt, ihre Note wäre über Referate noch zu retten, sagt sie, kommt er mir mit Französisch an. Weißt du was? Fick dich einfach. Kommt er mir mit Französisch an? Weißt du was? Fick dich einfach. Und fängt auf Arabisch an zu rappen. Aber du redest ja gerne über den Real Talk Index anderer Rapper und hebst dich selbst dadurch empor. Dabei sagst du gegen Bongtaggy Sachen wie: Ich schmier meinen Schwanz voll mit Scheiße und dann zwing ich dich zum Blowjob. Ich meine, stellt euch das mal vor. Du und Taggy in der Turmstraße bei ihm auf dem Bett. Es dudelt die Musik von einem Ringelheimer Free Jazz Quintett. Und obwohl er in der Vorbereitung für ein Team Battle steckt, hat Taggy schon das zweite Bierglas geäxt und sich vor FIFA gesetzt. Auch Papi hat schon reichlich vom Riesling geschmeckt und ihn packt die Wut auf diesen disziplinlosen Knecht. Er zieht sich die Hose aus, woraufhin er sich grimmig blickend auf die Handfläche kackt. Und
mit kräftigen Bewegungen den braunen Schmand auf den Schaft, stößt ihn von hinten an, von Taggy schon gehörig gefrustelt und knurrt auf sein Pimmel deutend: Benno, ich schwöre, du lutschst jetzt. Aber ey, nach 2 Jahren Dornröschenschlaf, denkst du, du beobachtest die Szene noch immer aus dem Top-Tier-Helikopter von oben? Und für den Realitätsverlust sei dir ein guter Doktor empfohlen. Denn es ist 2018. Hier haben dir schon ein roter Vukuhila mit Ostblock-Parolen, ein blonder Tinnitus, der eine halbe Runde braucht zum Kopftuch rausholen, und ein 4chan-witzereißendes Rumpelstilzchen mit Softair-Pistolen das Spotlight gestohlen. An den Chief, der beim Prediction-Podcast meinte, dass der mich live hier zerfickt. Chief, nein, tut er nicht. Du bist der erste Brocken auf meinem schnurgeraden Weg. Ich bin der Stein in deinem Schuh, der sich auf den letzten paar Metern in deine Fußsohle gräbt. Du hast vielleicht noch 2 Battles, bis Raphael Papi Schlauchs Puls misst und merkt, dass er partout nicht mehr geht, sich das Blut nicht mehr regt, während der SUV mit eingeschaltetem Motor auf dem Schulparkplatz steht. Ja, auch die Geschichte eines 8-maligen Gewinners ist mal auserzählt. Du bekommst dich nicht mehr aus der alten, schimmernd gelben Haut geschält. Excel-Tabelle, Streberlines, Behindertenwerkstatt, wie jeder deiner Gegner mit Flips auf die frühen Battles den immer selben Ausgang wählt. Wir alle ausschließlich Angriffe auf deine ersten Live-Battles fahren. Du bist nur noch eine Referenz auf dich selbst aus den Palmen-Shirt-Jahren. Aber Battle-Rapper werden nun mal ungern in Rente geschickt. Immer noch geblendet vom Licht eines mittlerweile erloschenen, gebändigten Ichs. Aber wenn es für dich Zeit wird und du nicht mehr lieferst in Battles, mach doch einfach noch ein Rewatching Classics. Sheesh, waren wir heftig. Doch ich sag dir heute gar nicht, was du tun und was du lassen sollst. Nimm, was du noch kriegen kannst. Ich nehme mir das Staffelholz. Nein. In seinem Battle gegen Tunschmann schneidet Mikesh selbst das wohl bitterste Kapitel seines Lebens an. Wir hören dort von einer harten Kindheit in einem Sozialbau nähe der Hamburger Reeperbahn. Es entsteht ein Bild von großem Elend, ohne Urlaube, Weihnachtsgeschenke und Markenprodukte. Und dann erfahren wir auch, dass Mikesh aufgrund der Armut seiner Eltern selbst schon früh hart arbeiten musste. Und auch wenn ich mich scheinbar über dich lustig mache, hat mich deine Story ja schon entsetzt. Denn nach allem, was du erzählst, klingt es so, als gingst du damals oft nur mit einer Scheibe trockenem Brot ins Bett. Und ich kann mir vorstellen, dass du dem tristen Sozialbau damals fast die Hoffnung verloren hättest. Aber wie wir deine herzzerreißenden Geschichte entnehmen können, warst du dank eigenem Job zum Glück dann irgendwann doch nicht ganz ohne Cash. Du hast sogar nach der Schule Nachtschichten geschoben und um wach zu bleiben, literweise Coffees to go geäxt. Diese Aufopferung hat da in deinen Eltern sicherlich jede Menge Stolz auf ihren Sohn geweckt. Ich habe mich nur gefragt, was war das für ein Job? Wischtest du im Clubs nachts die Kotze vom Boden weg? Hast du gekocht im Seniorentreff? Oder sogar Koffer voll Koks vercheckt? Moment mal, der hat neben der Reeperbahn gewohnt, nachts gearbeitet und sieht aus wie Model im Modeheft. Da muss man ja nur 1 und 1 zusammenziehen, um zu checken, dein Rektum war das am meisten gestopfte Loch im ganzen Hamburger Prostitutionsgeschäft. Oh! Bitch! Du bist nicht der Presslufthammer in unserer Echokammer. Du bist die St. Pauli-Nutte in unserer trauten Runde. Oh! Aber jetzt mal was Positives, Mikesh. Ich find's echt richtig korrekt, dass du auf Lehramt studierst. Denn ohne Leute wie dich wäre unser marodes Bildungssystem noch viel mehr stranguliert. Und als rappender Lehrer ist es noch viel einfacher für dich, den Kids ein gutes Vorbild zu sein, eher überhaupt Klischees vorzubeugen. Erzähl ich mal kurz deinem zukünftigen Chef, was du hier für ein interessantes Hobby betreibst. Hallo, Mr. Schuldirektor. Ja, Sie dürfen gerne Ihren Augen trauen, Sie spast. Neben mir steht tatsächlich Herr Opfer, der normalerweise die 8b unterrichtet und montags und mittwochs die Pausenaufsicht macht.
wie Sie sehen können, verbringt Herr Opfer nicht mit Engagement, Sport oder Klavier seine Nachmittage. Nee, er macht bei sogenannten Rap-Battles mit, eine Art Debattierclub für Asoziale. Sexismus und Homophobie findet man hier nicht nur okay, sondern sogar ziemlich gut. Und nur weil wir hier in Reimen sprechen, glauben Sie bloß nicht, das hätte irgendwas mit Poesie zu tun. Heißt, hier geht es nicht um literarische Bildung, sondern brutale Beschimpfung. Und was ich hier gerade mit Herrn Opfer mache, heißt in unserem Fachjargon totale Zerfickung. Ich werde Ihnen nicht sagen müssen, Sie sollten alle seine Videos von YouTube entfernen lassen. Andernfalls werden diese jugendgefährdenden Sachen Ihre Schule noch sehr belasten. Ich sehe schon die Schlagzeile. Rüpel Rapper unterrichtet ein Gymnasium. Und wenn erst die Eltern von Herrn Opfers hier, Schülern hiervon erfahren, dann boxen die Ihnen die Nase krumm. Ganz abgesehen von dem entsetzten Aufschrei all der anderen Schüler und Lehrer. Also schreiten Sie zur Tat und disziplinieren Herrn Opfer lieber früher als später. Und seien Sie unbesorgt. Die Macher dieser Videos sind nicht im Besitz seiner Filmrechte. Heißt, ein ernstes Wort genügt und Herr Opfer sorgt sofort für sein eigenes Verschwinden von dieser Bildfläche. PS, je schneller Sie handeln, desto dankbarer wird Ihnen auch dieses ganze verkommene Lager hier sein, weil Sie damit nicht nur sich von einem riesigen Skandal, sondern uns von diesem untalentierten, arroganten Arschloch befreien. Ja, scheiße, Mikesh. Jetzt weiß dein zukünftiger Chef, was für ekelhafte Werte dein Hobby verkörpert. Und dass du tatsächlich weg bist, sobald du als Lehrer anfängst, weiß jeder, der schon mal den Namen Jotti gehört hat. Und wegen mir wird es jetzt noch viel schneller gehen. Sorry, aber ich hab dir doch gesagt, ich werde dich heute töten. So, und jetzt geh mir aus den Augen, du dreckige Mal, und lass dich von deinen imaginären Freunden trösten. Mach Lärm! Nach deinem Battle in der BRB sagst du, dich nerven die immer gleichen Paarungen. Und es müsste mehr Duelle zwischen neuen Gesichtern und altgedienten Battle-Rappern geben. Und er kann das sagen. Immerhin ist er da gerade gegen den aufstrebenden Newcomer Jack Dragon angetreten. Er konnte in kurzer Zeit schon einiges mit seiner Leistung erreichen. Immerhin hat er es geschafft, sich in 9 aufeinanderfolgenden Battles als Samurai zu bezeichnen. Und du redest über Farbiger, gibst mit deiner Brieftasche an und wie viel Kröten du hast, sagst aussehenstechnisch wäre das hier Wellblechhütte gegen Königspalast und Digga, dass du Geld hast, ey, das glaub ich dir auch so. Aber was für Palast, ey, du siehst aus wie ein Büro. Aber jetzt mal ganz was anderes. An die ganzen Vögel, die sagen, ich würde so langsam rappen und so oft Luft holen. Ja, es gibt bei Diltily MCs, die ganz schnell durchspitten, ohne dass sich die Luftröhre bläht. Nur dass sie das meistens so leise tun, dass live ohne Mic schon die 4. Reihe im Club nichts versteht. Und ja, muss scheiße sein für euch Rapper, wenn euch ein Typ mit kaputtem rechten Lungenflügel, gerissen und teilamputiert, dessen Atemluftzufuhr nach jedem Halbsatz stagniert, hier weiterhin am Nasenring durch den Zeiferkreis führt. Dich für die Top 3 der Szene. Ich halte nur Steinbock stur meinen Leistungsschwur. Mit meiner Reimstruktur einsam auf weiter Flur. Bei meinem Alleingang zur Leitfigur der Streitkultur. Trotz mangelnder O2-Zufuhr. Löffelt ihr Kasper eure bittere Brühe. Was für Vorreiter. Euch blutleeren Zugpferden entgleiten die glitschigen Zügel. Und gibt es unter euch satt gegessenen Witzbolden Prügel? Kreist über euch ein magerer Aasgeier mit gerissenem Flügel. Papi, was glaubst du, wer du bist, yo? Sei mal lieber leise. Das Beste an deinem farbiger Battle war Brians Hosting. Und Brian hostet scheiße. Ein publikumswirksamer Daniel-Diss und Lines wie
Deine Freundin fährt Landstraße, weil sie glaubt, da gibt es englisches Mittagessen. Und hast für so einen Mist noch Support gekriegt? Glaubst du, ich feier solche witzigen Worte, Bitch? Ich glaub, du tickst nicht ganz ordentlich. Bei der Line fragt sich selbst Triple Beat, warum das Niveau hier so beschissen geworden ist. Aber jetzt mal zu deinem Tag-Team mit Benno. Obwohl ich glaube, der Begriff unverbindliche Interessengemeinschaft passt auch nicht schlecht. Weil dein Partner, wenn Greg Pipe das will, dich auch gerne mal zu Hause lässt. So sehe ihr auch das Schritttempo im Cypherkreis bestimmt. Wie bitter ist es, wenn Taggys Antwort auf die Frage, ob ihr ein Team seid, mit eigentlich beginnt. Auch dank dir hat der Typ hier seinen Fuß in der Tür. Nur dass er dir offensichtlich kein Tribut zollt dafür. Denn so lustig ihr euch auch in euren Sketchen als konkurrierende Teamkollegen strittet. Wie viel Wahrheit ist dabei, wenn Taggy kaum klopft, Greggy an der Tür um eine Beziehungspause bittet. Und durfte Bong auf dem Splash den nächsten Haken auf seiner Bucketlist erzielen, darfst du im Vorprogramm von Ist doch nur Rap wieder sein nerdiges Gegenstück, den eloquenten Klassensprecher, spielen. Und du lässt das mit dir machen und schweigst zu Hause grimmig in das Knistern deiner Miles Davis Vinyl. 15 Jahre Rap und noch immer kein Reim auf Selbstwertgefühl. Und vielleicht darfst du den Ring zusammen mit Benno bald vor einen neuen Hahnenkampf besteigen, wenn die Gegner für Taggy wack genug sind, um loyal zu dir zu bleiben. Papi Schlauch, Rapper sehen sich nach ihren Schlafkissen und Teddys. Die Two and Twos waren nur Nachhilfe für Taggys, aber ey, wie soll man ernst nehmen, was du Penner da so rappst, wenn du dich von einem Denyo zu einem Denyo machen lässt? Mit jedem Battle, mit dem ich den szeneüblichen Abfall der Leistung verweigere, schrumpft der Kreis der Begleiter, wird die Spalte noch breiter zu dem Groß der geifernden Neider, aber lieber bin ich ein einsamer Reiter, der ich mit dieser Einstellung scheiter, als in Team eigentlich der gefällige Steigbügelhalter. Mikrofon. Krasses Ding, Alter. Krass, Alter. Richtig. Kratzen oder Stimme weg. Ja. Guck mal jetzt. Schlechter Ausdruck. Jo. Ja, cool, dass ich das nicht gehostet habe. Ich muss sagen, ich finde es eine sehr überraschenderweise eine leichte Entscheidung. Also ich dachte, es fällt mir viel schwerer zu entscheiden. Ich fand, Papi Schlauch hat gezeigt, dass er technisch einer der Top 3 Rapper dieser Liga ist. Definitiv. Aber worin Mikesh ihn heute bezwungen hat, war halt so im Swagger und er hat die Stimmung des Battles kontrolliert. Und zwar von der ersten bis zur dritten Runde. Ja. Ich muss sagen, aber was ich sehr, sehr geil fand, war, ich fand den besten Part von Papi war eigentlich dieses bezogen auf das langsam Rappen von dir. Das hat endlich mal jemand gesagt und ich hatte auch so Erleichterung im Publikum gespürt. So, oh, endlich sagst du. Aber du bist halt auch wieder gut zurückgekommen so, und hast es wieder gut angesprochen. Und insgesamt mega krasses Battle von euch beiden, absolutes Killer-Match, absoluter Classic, aber ich gebe es 3-0 an Mikesh. Jawohl! Ja, ich
bin Mofi 47. Erste Runde klar für mich an dich. Zweite Runde knapp an dich. Und bevor ich jetzt zu der dritten Runde komme, muss ich erstmal sagen, dass ich über einem Penny wohne und ich das sehr schön fand, was du gesagt hast. Geht nicht zu Edeka. Und die dritte auch krass. Du hast mich überzeugt hier. Ich bin eigentlich nicht so der Hübschlings-Rapper-Fan. So. Aber du hast das halt sehr gut gemacht. Und Papi, macht dir nichts draus, Alter. Du bist für mich sowieso mit einer der krassesten Freestyler und zweimal ein tolles Battle. Und dann möchte ich jetzt einfach mal pausenloses Geschrei hier hören. Ja, ich fand es eine wahnsinnig knappe Kiste tatsächlich. Ich fand tatsächlich so ein bisschen anders als Mason. Ich fand tatsächlich, dass du am Anfang krass warst. So. Also ich fand, die erste Runde hast du mehr geballert. So. Zweite Runde, gerade wirklich dein zweiter Part mit dem ganzen Hunger am Ende irgendwie, das fand ich, hat wesentlich mehr geballert. So. Dritter Part war dann relativ ausgeglichen und deswegen muss ich es jetzt nach so einer Gefühlssache so nuancenmäßig judgen. Und zwar finde ich, du hattest dann am Ende mehr Hunger, so mehr Bock hatte ich das Gefühl. Und das ist tatsächlich, ich bin ein riesiger Papi Schau-Fan. Und wenn ich das Gefühl habe, so, dann muss das, glaube ich, ausschlaggebend sein. Deswegen gebe ich es an dich. Ja, ist ja eh schon entschieden. Ich wohne über dem Edeka. Also, nee, ich finde, die erste Runde holt ihr nicht, die zweite Runde holt zu. Dritte Runde geht wieder um an dich, aber auch alles in allem, so der Hunger in dem Battle, finde ich, war mehr auf seiner Seite. Und auch so das, was Brian gesagt hat, so mit der Kontrolle in dem Battle lag bei dir. Und das finde ich so. Für mich war das. Sorry, ich bin nicht so groß wie Sammy Dong. Für mich war das eigentlich schon relativ close, aber auch für mich, weil ein Ticken hungriger und ein bisschen kreativere Engels, die mich mehr angesprochen haben, aber ein Wahnsinnsbattle von beiden, also Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ihr alle jetzt mitbekommen habt, was hier gerade passiert ist. Diese Battle ist 5-0 ausgegangen. Genau. Aber dieses hier. Und zwar bedeutet es, dass damit der Herr Papi Schlauch mal das Gefühl einer Niederlage hier verspüren muss. Aber krass, was für eine Leistung. Macht mal bitte Lärm hier für Papi Schlauch. Geht weiter, Alter, und so einen Brocken aus dem Weg geräumt. Macht Lärm für Mika! Don't let the label label you, Written Battles Germany. Wir feiern hier Geburtstag, und zwar den 5. von Diltily, und haben gerade das zweite Match gesehen zwischen diesen beiden Gentlemen, Papi Schlauch und Mikesh. Heiß erwartetes Match, jetzt ist es eben endlich vorbei. Für euch quasi, ihr habt es hinter euch. Wie fühlt ihr euch? Es ist vor 5 Minuten geendet und ich bin immer noch so ein bisschen durch den Wind. Aber ich bin sehr zufrieden und ich habe das Gefühl, es war einfach insgesamt ein sehr gutes Match. Und deswegen fühle ich mich zufrieden, fühle mich gut. Ja, auf jeden Fall war dope. Also ihr habt beide eine krasse Leistung gelegt. Man hat gemerkt, so ein bisschen deine Taktik war es, in der ersten Runde auch schon so ein bisschen dein Standing auszunutzen und ihm so ein bisschen quasi weg zu, ja, nicht direkt Bully-Action machen, ne, aber schon hast du ja klar gemacht, du bist halt der Ältere, du bist so der Platzhirsch, mhm. Und du hast dir aber die Butter absolut nicht vom Brot nehmen lassen. So, wie genau hast du dich dann auch auf das Match vorbereitet? Was genau wolltest du bringen und wie war so dein Schlachtplan für das Match? Also erstmal muss ich sagen, dass ich noch nie, ist kein Scheiß, ich habe noch nie so wenig Zeit in eine Battle-Vorbereitung gesteckt wie gegen Papi Schlauch. Was daran liegt, glaube ich, dass ich Papi Schlauch-Battles immer ganz gerne geguckt habe, weil der halt so geil fluffig ist. So. Also weißt du, so Papi Schlauch, du weißt, was du bekommst, so
ein richtig chilliger Sonntag. Und dementsprechend musste ich mir seine Battles auch nicht tausendmal angucken, so, sondern hatte, also stehst du bei Netto irgendwie in der Schlange und denkst so, ah krass, Alter, der hat ja mal die und die Line gebracht, die kann ich jetzt so flippen, so. Weil es so omnipräsent ist. Und ansonsten habe ich mir aus so einer taktischen Perspektive ihn nochmal angeguckt und mir ist aufgefallen, dass er echt einer der Rapper ist, die so ein Thema pro Runde nehmen und das dann ziemlich ausschlachten. So. Und das war halt ganz gut, weil ich dementsprechend auch so meine Erwartungshaltung an ihn angleichen konnte. Und ja, ey, was am Ende noch voll reingekackt hat, ist, das hat man im Battle hoffentlich nicht gehört, aber ich hatte echt die letzten 3 Tage überhaupt keine Stimme so. Und deswegen habe ich hier auch, weißt du, dieses Battle wird präsentiert von Flotte Biene Wildblütenhonig so. Ohne den Homie würde ich hier überhaupt nicht stehen so. Und ja, ich bin voll froh, dass das am Ende so geklappt hat. Und Papi war auch dope so. Also genauso, wie ich ihn erwartet habe, halt einfach nice. Auch sehr lustig. Ich muss eigentlich bei Parts meiner Gegner nicht so viel lachen, so, aber bei ihm habe ich echt viel lachen müssen. So. Ja. Ja, wie war das bei dir? Hattest du in der ersten Runde dann auch schon, also auch als er dann die erste Runde gerappt hat, irgendwie gemerkt, dass vielleicht so dein Plan, so den Platzhirschen auszuspielen, dann vielleicht doch nicht ganz aufgeht? Oder warst du irgendwie überrascht auch von dem, was er gebracht hat? Oder kam dann schon auch das, was du so erwartet hast von ihm? Soll ich weiterreden? Ja, klar. Also ich war auf jeden Fall erstmal überrascht über seine krasse stimmliche Präsenz, weil er mir halt 2 Tage vorher erzählt hatte, dass es mit seiner Stimme nicht so, dass er nicht so am Start ist. Und mir geht noch so durch den Kopf, was Brian in seinem Judging gesagt hat, dass Mikesh eigentlich das Battle so dominiert hat. Und das erklärt mir auch nochmal so ein bisschen, warum ich im Laufe des Battles das Gefühl hatte, dass mein Schlachtplan nicht so ganz aufgeht. Weil ich das Gefühl hatte, mein Material ist schon gut. Also es ist halt so, wie ich halt gewöhnlich schreibe, ist gutes Material, aber was ihm gelungen ist so von Anfang an, ist so das zu dominieren. Und das halt auch durch seine, okay, danke, auch durch seine Stimmpräsenz. Und dafür kriegt er Props von mir, also das fand ich sehr, sehr flashig, so er hat den Raum gefüllt und ich meine, meine Sachen kamen auch gut an und am Ende hat er aber verdient gewonnen. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, und zwar hast du so ein bisschen auch rum oder bist auch so ein bisschen rumgeritten auf seiner Gegnerwahl. Ja, weil du anscheinend irgendwann mal gesagt hast, es fehlen so Leute, die auch vielleicht mal Newcomer battlen und so weiter. Wie sieht das bei dir aus? Hast du dich da irgendwie ein bisschen auch vielleicht getroffen gefühlt? Oder würdest du dir auch mal dann vielleicht Newcomer dann vor die Linse, und gut, mit ihm hast du es jetzt gemacht, aber hast du noch irgendwie weitere vielleicht, die du irgendwie gerne ins Fadenkreuz nehmen würdest? Jetzt gerade habe ich niemanden im Fadenkreuz und ich meine, dieses Statement war halt herausgeboren, dass ich gedacht habe, relativ viele Matches spielen sich so zwischen 10 Leuten ab, so den 10 bekannten Gesichtern aus den letzten 3 Jahren. Und das war halt mehr wie so eine Art Aufruf und okay, dann habe ich Jack Dragon gebattelt, das war für mich mehr so eine kleine Klammer, nichts gegen Jack Dragon, aber das war eher so ein Fun-Ding und darauf ist er dann eingestiegen. Ich wollte Mikesh noch eine Sache fragen, wenn es jetzt passt, und zwar zu dem Thema Lehramt. Du hast ja in dem Moment, wo ich das angesprochen habe, gesagt, irgendwie stimmt gar nicht. Aber studierst du auf Lehramt? Nein, Alter. So, ey, dieser Mythos ist aus dem Wandelbars-Battle entfleucht, so, wo ich, oh, Alter, keine Ahnung, ich habe in irgendeiner Szene, wo Wandelbars irgendwas von Kommunikationswissenschaften gebracht hat, habe ich geflippt und halt 2 andere Studienfächer genommen und auf Lehramt, weil es sich, glaube ich, gereimt hat oder so. Aber Alter, ich studiere nicht Biologie auf Lehramt, Mann, ich studiere überhaupt nicht auf Lehramt, so, es ist Quatsch. Aber ich freue mich auf eure ganzen Bio-Schemes so in Zukunft, Mann. Also so eine komplette Runde Lehrer-Talk, so, hat mich gefreut auf jeden Fall, aber es war halt Quatsch in dem Fall. Und ich wollte noch kurz was zu dem eben gerade sagen. Ey, Papi ist der einzige Typ aus diesem höheren Metier, der die Eier beweist, hier Leute zu battlen, gegen die es unangenehm werden kann, gegen die man auch irgendwie verlieren kann, obwohl sie selber noch kein hohes Standing haben. Das mit der Jack Dragon Line hat sich angeboten, weil es halt super lustig ist, so mit dem Samurai und so. Aber ey, ne, er ist der einzige von euch ganzen Vögeln, der die Eier hat, hier Newcomer zu battlen. So. Dementsprechend war das inhaltlich auch nicht so tief treffend gemeint, sondern eher so eine lustige Randnotiz. Das ist schön, dass du jetzt gleich auch nochmal wieder so ein bisschen, ich lege das mal als Sticheln aus, weil du hast... Sticheln, das ist in erster Linie Props an ihn, so. Weil die anderen haben ja alle was zu verlieren. Und dann schön nochmal, weißt du, sich immer schön in diesem Kreislauf drehen, Alter. Schön Massagekreis, Alter. Ja, ich meine, zum Beispiel, du hast ja auch in deiner, ich weiß nicht, ob es die 2. oder 3. Runde war, muss ich mir auch nochmal angucken, aber da gab es auch schon relativ viele Seitenhiebe, auch gegen Leute, die heute auch battlen, ja, gegen andere Teilnehmer der Szene.
kannst du dir halt, also nimmst du da selber auch dann Leute ins Fadenkreuz? So, wer wären vielleicht Leute, die du anvisierst, wo du sagst, ey, dem würde ich auf jeden Fall gerne mal so die Meinung sagen und mal ins Battle nehmen? Oh, Alter, ich guck mal. Also ich, also Papi macht das ja immer so, dass er sich seine Gegner rauspickt und die müssen dann gegen ihn battlen, so. Ich warte eigentlich immer, bis Jamie mich anschreibt, so. Und dann gucke ich, ob es passt. Also ich würde jetzt keinen outcallen, so. Ja. Okay. Ja, dann gucken wir mal, wer da kommt und wann das nächste Battle ist. Wir hoffen alle möglichst bald von bei euch beiden. Und ja, nochmal vielen, also mega Props für das Battle. Es war super unterhaltsam, es hat richtig viel Spaß gemacht zu schauen. Besten Dank an euch beide und wir sind draußen.